Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Part von Jonathan Gaming. Wir befinden uns immer wieder in Europa Universalis 4 und wir haben hier unser Spanien. Allerdings muss ich direkt zu Anfang an sagen, dass wir wieder ein Update hatten. Also es gab diesmal das Polen-Update, glaube ich, war das. Da hat sich wieder irgendwas geändert und ich hoffe wirklich, dass es diesmal einfach funktioniert. Ich habe das Spielstand, der eigentlich nicht mehr geht, ne? Inkompatibilität. Jetzt kann ich gar nicht mehr aussprechen, okay. Den Spielstand habe ich geladen. Ich habe ihn mal richtig abgespeichert. Ich hoffe wirklich, dass er jetzt funktioniert. Einfach nur deswegen, weil es hier, glaube ich, schon gar kein Polen mehr gibt. Hoffe ich einfach, dass es jetzt keine Nachfolgen hat irgendwie. Also geladen bekommen habe ich ihn. Ich habe ihn auch hier abgespeichert. Das hat alles funktioniert. Ich hoffe einfach, dass es jetzt hier gut läuft. Und dann würde ich sagen, machen wir mal weiter. So, was ich gesehen habe, dass wir auf jeden Fall Geld haben und brauchen noch ein bisschen. So, perfekt, jetzt können wir es auch schon fördern. Damit Standardisierung des Kalibers. Ja, okay, das war's schon. Können wir noch nicht zu Kernprovinz hinzufügen. Ich mache mal weiter. Mamelukenreich ist kein Rivale mehr für mich. Okay. Ich guck mal hier nach. Eigentlich können wir nochmal einen Kolonisten holen. Auch wenn wir Technologie eigentlich brauchen, komm, das machen wir mal. Auch wenn wir Technologie brauchen, einen Kolonisten brauchen wir mehr. Oder eigentlich brauchen wir auch nicht so dringend, aber gut. Kolonie wird gebaut. Von denen. Okay. Dann sende ich einfach mal da nochmal jemanden hin. Ich bin gerade nur überlegen. Warte, hier sind 500, 500, 500. Komm, dann teilen wir die hier nochmal auf. Schicken da auch nochmal 2000 hin. Einfach mal, dass die Länder sich irgendwann von alleine losreißen und ich dann hier besiegen kann. So, gucken wir mal hier nach Maximalanzahl Männer. Okay, sind wir schon bei 140. Mehr kriegen wir da auch erstmal nicht raus. Freiheitsstreben haben wir. Auch wegen den Zöllen. Aber ich sage, solange es nicht mehr ist, ist okay. Boah, wie gerne würde ich hier irgendwas machen, aber wir brauchen das einfach für die Technologien gerade. Ich habe schon mal überlegt, ob wir die Lupe nochmal angreifen. Aber wir haben hier noch Waffenruhe. Hier, oder
Dings kann ich ja schon mal machen. Kriegsziel. So. Stabilitätsanbruch. Okay, gucken wir nach. Jetzt ist der in der Macht, okay. Anspruch schwach. Schade. Hoffentlich bildet das jetzt nicht noch einen eigenen Staat, sondern gehört hier dann zu Neugranada. Okay. Aber sieht anscheinend für mich hier ganz gut aus. Wir brauchen Prestige. Wir wollen ja hier zum Kaiserreich werden. Wie weiß man es bisher noch nicht? Was ist hier? Ah, hier Schiff. Bretter. Alles nicht so das Wahre. Leider kein Gold dabei. Aber das ist ja hier oben dann. Naja. Ein 700er müssen wir auf, haben wir aufgenommen, dann müssen wir dann zurückzahlen. Korruption steigt. Achso, wegen. Ja, okay. Also so sinken meine Einnahmen. Naja. Fünf Prestige wieder. Staatsehe mit Österreich klingt erstmal gut. Österreich ist nicht so klein. Und ist, glaube ich, Kaiser. Aber erstmal holen wir uns nochmal Stabilität. Nicht Kaiser. Wer ist denn das jetzt? Hallo, wer ist denn das? Ich gehe mal hier auf die auf diese Karte. Brandenburg. Okay. Und wer kämpft da hier gerade gegen? Letzt durch Osmanisches Reich. Darlehen verlängert, okay. Können wir gerade nichts gegen machen. So, hier mache ich auch nochmal Spionagenetzwerk. Wenn Osmanisches Reich gut genug ist, dann kann man ja vielleicht auch Frankreich angreifen. Unten haben wir noch Waffenruhe. Da Technologie. Ja, erstmal egal, erstmal machen. So.
das ändert alles. Und dabei haben wir eben gerade erst nur das andere, erst das andere gefordert. Gefördert. Ganz viele Frankreicher kommen hier an. Machen die Frieden? Ja, sieht so aus. Schade. Ich wollte gerade, war gerade im Überlegen, ob wir vielleicht mit Österreich intervenieren wollen. Österreich würde mitmachen. Handel mit komm, wir brauchen die Prestige. Es muss aber sein. Wir brauchen gar nicht so viel, wir brauchen kurzfristig Prestige. Das ist eigentlich egal. Ich komme, ich mache mal das, damit das unser Prestige langsam mal absinkt. Vielleicht sollten wir, warte, hier nochmal einen holen. Steuereinnahmen. Würde sich vielleicht sogar lohnen. Nee. Gibt's auch kein mit Prestige, nee. Schade. So, wieder eine Technologie. Diesmal die Kathedrale. Super. Okay. Nee, lassen wir es mal. Aber verfügbare Staaten plus 5 haben wir dann wieder. So, Kathedrale. Könnte man natürlich jetzt ausbauen, aber wir müssen erstmal unsere Schulden zurückzahlen. Und ich hätte gerne noch irgendeinen guten Verbündeten an meiner Seite. Osmanisches Reich wäre ganz nice. Russland vielleicht. Okay. Schweden vielleicht. Dänemark vielleicht. Ah, nee, ist alles blöd. Die würden es machen. Tunesien vielleicht. Da ist alles blöd. Sind alle nicht stark genug, die Feinde. Lüttich hätten wir noch, aber die würden uns ja niemals unterstützen. Kolonie selbst erhalten. Oh, perfekt. Gehen wir mal hin. Welche ist das? Die hier. Okay, wo machen wir unsere nächste Kolonie hin? Ah, hier unten wäre noch viel Platz, ne? Weiter oben vielleicht auch, aber... Ich weiß nicht, könnten wir hier... Hier könnten wir sogar... Hm.
gibt es hier vielleicht noch irgendwie. Ah, hier, wie wär's damit? Dann holen wir uns das eben. Auch wenn das vielleicht irgendwie unnötig erscheint. Was es wahrscheinlich sogar auch ist. So. Der reist hier oben hin. So, da haben wir jemanden hingeschickt. Perfekt. Wieder 100 erhalten. Ah, Schweden kämpft gerade gegen hier Dänemark. Ja, Frankreich ist mir ehrlich gesagt zu stark. Also, die machen mal quasi dauerhaft Angst. Hier kommen wir, zahlen wir mal zurück. So, was ist das hier? 30 diplomatische Macht. Prestige wollen wir nicht verlieren. Aber wenn wir das machen, müssen wir wieder einen Dings aufnehmen. Aber komm, wir müssen sie erstmal ignorieren, auch wenn wir dadurch jetzt wahrscheinlich erstmal ein Minus machen. Wir verdienen erstmal weniger Geld. So, Kostenregimenter. Nee. Was war das hier nochmal? Nee, die Förderkosten für Institutionen, das ist etwas zu viel. Weiter. Events einfach dort sind. Weiß ich aber auch nicht ganz, was wir jetzt machen wollen. Hier bitten wir mal einen Beitrag. Hier machen wir mal das hier und danach militärische Hilfe. Und hier ist dasselbe mit administrativ. Militärisch können wir sogar hier was aufsteigen nochmal. Machen wir es hier auch nochmal, auch wenn wir hier dann leicht ins Minus kommen. So. Kathedrale bauen wir erstmal eine. Ja, genau so viel wollte ich gebaut haben. Minus 1. Warten wir mal ab. Lokale Autonomie ist nicht so schlimm. Oh, wir können nicht genug Rivalen. Mali, Frankreich, England.
Komm, Mali nehmen wir mal. Mali ist jetzt ja nicht so stark. Oh, hier die Dynastie ist in, ich sag mal, Hälften zersprungen. Oh, hier guck mal Schweden an. Hier verbessere ich mal meine Beziehungen. Vielleicht können die uns ein bisschen helfen hier in Richtung Frankreich. Aber es scheint ganz gut zu gehen, trotz Update. Das letzte Mal bei Böhmen war das ja unspielbar. Oh, Rekrutenreserve wieder. Ob wir die brauchen. So, die beiden sind auch fast fertig. Ich lasse noch einen Monat laufen. Dann wird die hier wahrscheinlich fertig sein. Genau. So, gucken wir nach. Hier oben sende ich auch nochmal einen hin. Dann schicke ich die 3000 auch nochmal hier nach hier oben. Obwohl, nee, komm, lassen wir mal hier unten. Die werden wir bestimmt gleich brauchen, um die anderen anzugreifen. 5000 splitten wir lieber auf. Nein, hier so. So, jetzt sind wir wieder hier im Plus 2, okay. Können die selbst erhalten. Dramatisch eingebrochen. Ah, die Produktionsstätte hier. Schade. Komm, bringen sie mal wieder auf Level 6. Mehr können wir gerade nicht machen. So, können wir denen. Ja, wir haben gerade keine Diplomaten. Können wir mal hier Anspruch fingieren auf. Hier, das ist ja sowieso noch unser Gebiet. Wie heißt das? Irgendwas mit L, ne? Lambord. Wahrscheinlich komplett falsch ausgesprochen. Aber ich bin ja auch kein Franzose, also verzeiht mir das. Okay, nehmen wir halt irgendwas mit N hier. Wie ist das? Na, ja, das ist es doch. So. So, haben wir den mal wieder. Achso, genau, so ging das. Hier und dann Provinzen zu sprechen. Ach, dann kann man nicht auswählen, okay. Hä? Da, Puerto mit C, okay. Das auch. Ne, man kann nur eins, okay. C auch. Eigentlich kann man alle davon nehmen. So. Wie sieht es mit dem Unterhalt aus? Jetzt zahlen sie mir ein bisschen mehr, aber das lohnt sich trotzdem noch nicht, wirklich.
Was ist das für ein Händler? Nee, lassen wir mal. 500 Revolte. Wahrscheinlich wieder hier irgendwo da. Komm, holen wir uns mal hier einen General. Ah, perfekt. Und was ist jetzt mit Frankreich? Guck mal, wer uns alles mag wieder. Österreich, Schweden, gucken wir nach. Reicht immer noch nicht. Hm. Keine Ahnung. Haben wir Luckenreich vielleicht? Eher nicht. Gucken wir hier nach den hier. Nee, wir wollen dir den Krieg hier erklären. Dann machen wir einfach mal Spionagenetzaufbau. Also, und dich holen wir auch mal wieder. Beziehungsverbesserung brauchen wir gerade nicht. Boah, das dauert so lange, bis die wieder hier sind. Und wir sind wieder minus. Toll. Oh, hier haben wir sogar schon etwas. Was ist mit C? Ach, das hier oben. Technologiemäßig sind die militärisch auf 12. Hier auf 19. Ich schicke hier einfach mal 10.000 rüber. Und dann würde ich sagen, war es das auch für diese Folge. Und würde ich sagen, ich hoffe, das Video gefallen. Und sonst haut rein und ciao.